Wer diese wichtige Weidetierhaltung erhalten will, der muss sich auch ganz klar gegen den Wolf aussprechen. Moin Moin, letzte Woche war die Weidetierprämie immer mal wieder Thema. Warum ist diese Weidetierprämie eigentlich so wahnsinnig wichtig? Im Kern geht es darum, dass wir die Tiere wieder mehr aus dem Stall auf die Weide bekommen. Nun ist in unseren Breitengraden ja eine ganzjährige Weidehaltung schwierig und wir brauchen natürlich auch den Wirtschaftsdünger aus der Stallhaltung für unsere Nährstoffkreisläufe in der Landwirtschaft. Aber es soll darum gehen, dass wir gerade im Frühjahr, im Sommer und auch im Herbst die Tiere wieder mehr und vor allen Dingen länger auf die Weide bekommen. Warum ist das so wichtig? Hier geht es um die Stärkung eigentlich des wichtigsten Lebensraums auf dieser Erde, nämlich um das genutzte, um das beweidete Grasland. 40% der Landmasse und 2/3 der landwirtschaftlichen Nutzfläche sind genutztes bzw. beweidetes Grasland. Dieses beweidete Grasland ist eine wahre Schatzkammer der Biodiversität. Kein anderer Lebensraum bietet so viel Leben, so viel Biodiversität wie das genutzte bzw. beweidete Grasland. Das beweidete Grasland hat das Potenzial, das 1,5 bis 2-fache von Waldboden an Kohlenstoff zu speichern. Und summiert man den Kohlenstoff, der durch Leben auf diesem Grasland gebunden ist, über die Jahre hinweg auf, steht das Grasland dem Wald um nichts nach. Hinzu kommt natürlich noch die Bedeutung in der Ernährung, dass die Weidetiere bieten wichtige Lebensenergie. Sie bieten Fleisch, sie bieten Milchprodukte für unsere Lebensmittel, für unsere Ernährungssicherung und das Ganze regional darstellbar. Weideland gibt es überall. Weideland kann einen wichtigen Beitrag oder leistet einen wichtigen Beitrag zur regionalen Ernährungssicherung. Darum muss es darum gehen, diese Weidetierhaltung zu fördern und natürlich auch verstärkt einzufordern. Deswegen eine Weidetierprämie. Und wer sich für diese Weidetierprämie ausspricht, wer diese wichtige Weidetierhaltung erhalten will, der muss sich auch ganz klar gegen den Wolf aussprechen. Der Wolf steht der Weidetierhaltung ganz klar entgegen. Und wir brauchen diesen wichtigen Lebensraum. 40% der Erde sind mit diesem wichtigen Lebensraum bedeckt, leisten einen wichtigen, wertvollen Beitrag zur Biodiversität, zum Klimaschutz und zur Ernährungssicherung. Und diesen Dreiklang gilt es zu erhalten. Deswegen ja zur Weidetierprämie und nein zum Wolf.